Fred Königs, guten Abend. Ja, ich bin nicht der Rattendoktor. Nicht der Rattendoktor. Nein. Peter Sofmacht, komm, genug Bit. Ja, was machen wir jetzt mit dem Tier? Soll ich es Ihnen rübergeben? Ja, macht mich schon her. Macht ja nichts, sie ist ein bisschen stür. Warte, für den Rund, ihr mal hei ugefangen hün, werden durch, wir wollen nass und fahren so klein brun Bullen dort. Mein Sohn ist nicht, wenn er da war alles, am Triespit. Das ist der letzte, wo ja Adventszirkus, den anderen zu Gast um Glossi, dat vom Mur, bis den 20. Dezember. Manfred, du bist aber jetzt nicht der Zirkusdirektor, obwohl du jetzt so ausschaust. Obwohl ich sage, nein, bei uns gibt es keinen Zirkusdirektor. Ach, das ist das Besondere. Ja, weil es wird auch gar nicht gesprochen. Nein, es wird nicht gesprochen. Also jeder, der zu uns kommt, muss keine Sprache verstehen, weil bei uns wird kein Ton gesprochen. Also jeder, egal was er spricht, wird das verstehen. Er wird die Show lieben. Ja, und da will, also die Tiere, die auftreten? Also wir haben eine Menge an Tieren. Also bei uns treten Pferde, Hunde, Katzen, Ratten. Ponys treten auf bei uns. Also das ist, wir beginnen also mit einer Pferdefreiheit, das ist eine klassische Zirkusnummer. Und dann werden wir also mit anderen Tieren, aber wir haben nicht nur Tiere im Programm, sondern wir haben auch ganz tolle Artisten. Mhm. Unser Programm ist eine Mischung zwischen Show, Theater, Zirkus und Varieté von all dem bisschen. Mit toller Musik, mit tollen Kostümen, mit Lichteffekten. Also wir haben richtig klassische Zirkusnummern, wir haben auch was ganz total Modernes. Zum Beispiel eine Hommage an Michael Jackson. Michael Jackson ist ja dieses Jahr gestorben. Ja. Und eine unserer Artistin hat sich eine Magic Show ausgesucht und wird nach wie Michael Jackson tanzen und wird als eine musikalische und tänzerische Hommage an Michael Jackson in verbunden mit Zauberei. Der rote Faden ist der Humor immer. Der rote ist immer der Humor, da wir keine Ansage an Zirkusdirektor haben, müssen wir jemanden haben, der das Programm führt. Das übernehmen bei uns Clowns. Ein paar haben wir, das Clown Duo Slobi. Mit ihren Katze, das, die Ratte gehört zum Beispiel zu ihnen. Die Ratte ist auch jetzt eine Showratte, die ist jetzt das ist kein Haustier. Das ist eine Showratte, genau. Schon. Sie sieht aber schon so aus. Sie heißt Frau Michelle, kann aber nicht singen wie Michelle. Aber warum macht die jetzt nicht mit bei dem, was wir jetzt gerade zeigen werden? Ja, weil sie was ist halt so Präsentation, sie hat mal Pause und ja, sie lässt auch mal andere arbeiten. Das ist eine vornehme Ratte, sie lässt andere arbeiten. Mein Papa hat immer gesagt, ich schaffe los, ich schaffe. Da muss ich mich halt dann auch. Ja, den Manfred hat schon gesagt, den Olga, den Vladi, den Mozart und Lucia. Ich weiß nicht, so ein paar Tricker rein, was der Kater mit der Rat. Was denn ich? Das ist das Besondere also bei unseren Tieren. Wir haben also keinen Verschleiß an Ratten, muss ich das gleich sagen. Weil die Katzen sind mit den Ratten befreundet. Und das überleben sie. Also sie werden alt, in Ehren alt. Sie werden also nicht gefressen. Das ist das Tolle. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt. Ganz ehrlich nicht. Also wir haben da keinen Verlust. Und die balancieren zusammen, sie arbeiten zusammen. Eine Katze, die Menschen macht, ist auch was Seltsames. In der heutigen Zeit, mein Tiger, kriegen sie es hin, aber bei Katzen ist schwieriger. Katzen sind eigenwillig. Die kleine Schwester von Garfield, könnte man fast glauben, ne? Nee, Bruder, der heißt der Mozart. Ach stimmt, ist ein Junge, ein Männchen. Ist Mozart, ist das. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt die Ratte. Jetzt kommt die Ratte. Das ist also Lucia. Lucia überlegt sich noch, ob sie da hochsteigen soll oder nicht hochsteigen will. Jetzt versucht sie zu überreden, dass sie hochsteigt. Also in unserem Programm haben wir, wie gesagt, ganz tolle Artisten. Am Ringtrapez, wir haben Jongleur dabei. Alles das, was man so im Zirkus sieht und erwartet, hat man bei uns. Wir arbeiten mit Lichteffekten, mit modernen Kostümen, richtig mit Show. Wir haben also nicht nur klassische Zirkusnummern, sondern wir haben jetzt klassische Zirkusmusik. Wir haben auch was ganz Modernes. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt begegnen sie sich. Das ist das beste Beispiel dafür, dass die nichts passiert. Also die Katze steigt über die Radio drüber weg, gerade hat sie überlebt. Kann man das noch einmal machen? Das könnte man noch einmal machen, aber das müsste sie mehr Gage bekommen. Ich glaube, das ist dann das mit der Gage etwas schwierig werden. Ja, da hat sie jetzt schon ein bisschen Futter. Ja, aber die Katze kann auch was Besseres. Ich habe schon gesagt, unsere Tiere sind wahre Akrobaten. Übrigens, unsere Tiere werden nicht gezwungen, etwas zu machen, weil sie können Katzen sowieso nicht zwingen, etwas zu machen, wenn sie das nicht wollen. Manchmal ist das in der Vorstellung, tun sie das auch nicht. Ja, also das ist sozusagen einer unserer Höhepunkte in dieser Show mit den Tieren. Aber wir haben auch noch richtige Akrobaten. Würde das jetzt auch andersrum gehen? Das würde auch andersrum gehen, ja. Würde auch andersrum gehen. Ja, aber da muss die Katze sich auch dran gewöhnen. Das ist wie bei uns Menschen. Wir machen nur das, was wir wollen, und wenn man was nicht wollen. Ich denke, das Besondere bei unserem Zirkus ist, wir arbeiten mit Haustieren. Und Haustiere, es klappt nicht immer alles, was man sich vorstellt bei Tieren, aber es ist eigentlich auch unwichtig. Ich gehe mal kurz, wenn ich darf, weiß nicht, ob das jetzt erlaubt ist. Kein Problem, einfach an. Die tun nichts. Das sind ganz liebe Katzen, ganz liebe. Könnte ich da jetzt mit der, auch das mit dem Stock oder dass die Katze kommt? Ja, die Katze geht ja nicht auf den Stock, sie macht ja die Ratte. Ne? Die Katze geht auch nicht am Stock. Am Stock, aber okay, jetzt kannst du es mal probieren. Also,
wie heißt er? Ein Leckerli muss ich hier oben nehmen. Nee, nee, das ist so, manchmal will sie, manchmal will sie nicht. Das ist doch so. Das ist wie bis Walrisch per Du mal Michel. Ah, ja, sehr gut. Aber das hätte sie jetzt ohne den Trainer, sage ich mal, nicht gemacht. Nein, hat sie nicht gemacht, richtig. Also wenn ich allein gewesen... Es muss schon da sein. Es muss schon der Bezugsfunk da sein. Sonst könnte es ja jeder machen. Wäre ja dann einfach. Serge? Ja? Willst du ein Stück? Ja, nee, ich muss schnitzen. Lucia hat schon die Nase voll. Okay. Und mit der Katze würdet ihr mir auch jetzt auf den Buckel springen? Ja, wir können schon mal probieren. So einfach mal so? Wir können schon mal probieren. Dann hat sie gesagt, dass sie ganz schön Bilder tun. Das fand ich schon mal geil. Hallo? Serge, ich gesehen nicht, was geschieht. Ich hab's etwas anderes an der Wand. Alles im Kringelbereich. Ich Hey. Lucia kann sich das Elend nicht mehr ansehen. Lucia hat keine Lust mehr. Lucia, du gesagt, du schön über Manfred am Namen. Michel ist das, ja. Michel, auf dem Gang an der Manfred sein Arm. Michel verkriecht sich jetzt. Also bei uns braucht sich keiner zu verkriechen. Es ist eine tolle Show, 2,5 Stunden. Wie kann gut für alt. Komm nicht am Schwanz jetzt ziehen, nee. Raus. Aber Sie haben ja nicht nur Freunde hier, oder? Ja, es gibt auch die Tierschützer, aber wir warten schon. Sie waren im April schon mal da mit dem großen fetten Mercedes mit Ledervollausstattung, einhalte Lederschuhe an. Das war schon sehr seltsam. Also wie gesagt, man kann nur Menschen ernst nehmen, die das, was sie vorpredigen, auch leben. Aber sie predigen Wasser, trinken Wein. Sollen sie gerne tun, ist gute Publicity für uns. Unsere Tieren geht's gut und wer der Show da ist, wird das sehen. Den Pferden geht's gut, den Hunden geht's gut, den Ponys geht's gut. Da ist keiner, der sich beißt während der Vorstellung oder mit Peitschen traktiert wird, das ist alles Unsinn. Alles vom Training jetzt, so eine Katze oder Ginger, nein, nicht Ginger. Das ist Mozart. Mozart, Entschuldigung, Mozart. Vom Training her, wie lange dauert das, bis die Katze diesen hier kann? Das ist schwer. Das kann schon Jahre dauern. Also muss man schon so 2-3 Jahre kann das schon dauern. Also das ist so, Sie müssen ja auch sehen, die Katzen machen nur dann, wenn sie es wollen. Es ist ja nicht so, sie können... Oder wenn sie müssen. Ah, nein, das war hier auf dem Tisch, da ja, haben die gemacht. Die mussten. Ja, jetzt ist sie gerade bei mir in der Jacke hin, wenn sie gerade sehen. Sie fühlt sich da wohl. Nein, das dauert lange. Also, das ist schon nicht einfach. Katzen zu dressieren ist eigentlich eine Aufgabe, die findet man selten. Man kann eher Raubtiere, Tiger dressieren. Katzen, weil Katzen sind domestiziert, Katzen sind sehr eigenwillig, das weiß jeder, der eine Katze im Haus hat. Und wenn sie nicht wollen, dann wollen die nicht. Oder wenn sie einen nicht leiden können, dann gucken sie eigentlich mit dem Hintern an. Das ist so. Es ist ein schwieriger Akt, viel Vertrauen muss dabei sein, viel Liebe, sage ich mal. Also man kann das nicht mit Elektroschock und was so alles an Horrorgeschichten erzählt wird, das kann man nicht machen. Man kann es mit Futter. Futter ist natürlich ein ideales Lockmittel. Aber wenn so eine Katze satt ist, dann nützt das Futter ab. Was ist denn das einfachste Haustier, um zu trainieren jetzt? Hund, Katze? Ich denke Hunde. Hunde. Aber nur spezielle Rassen von Hunden. Sie können nicht jeder Hund kann dressiert werden. Also es gibt eine Hunderasse, Border Collies beispielsweise, das sind ideale Zirkushunde, die sind super. Oder Terrier. Sind auch Schäferhunde. Aber wir haben zum Beispiel die Magic Show mit 3 Dalmatiner. Also wir werden unserer Artistinnen in 3 Dalmatiner verzaubern. Dalmatiner sind, gelinde gesagt, etwas schlicht. Obwohl wir am Eindalmatiner, der ist ganz gut, das ist Domino, der weiß schon, wenn die anderen nichts machen, der macht in jedem Fall was. Der kennt sich damit aus. Manfred, ich lasse dich aber kurz die Ratte dann finden. An der Zeit kann ich schon so die Informationen nur gerne lassen. Wenn ich dann Vorstellungen könnt gucken gehen und eben noch ticken, alles im Internet natürlich unter www.adventszirkus-manege.eu. Sehr schön. Ja. Ich bin froh, ob ich ein paar